Ei, willkommen zurück zur neuen Ausgabe. Knack. Ach so, ja klar, wir müssen ja da oben drüber. Ach, das ist nur. Ich dachte, es geht so ein Stück runter. Na, auf die Fresse mit euch. So, hier sieht man es ja hundertprozentig, dass da was ist. Jetzt bin ich mal gespannt, welchen, Chip wir bekommen. So, und was? Hä? Haben wir jetzt alle... Nein, nein. Ernteteil. Na gut, da brauchen wir noch zwei Teile. Theoretisch müsste das Spiel ja unendlich gehen. Echt unendlich. So, warte mal. X. Es gefällt mir im Moment nicht ganz. Ist schon ein bisschen besser als gestern, klar. Aber... hundertprozentig anhält. Mehr Waffenteile. Wir brauchen ein besseres Ziel. Bei diesem Gebäude hier werden wir nicht viel erreichen können. Ja. Überall Waffen. Also, ich gehe dann. Dann, ja, ist eine Waschmaschine. Jetzt wird mal Metall gereinigt. Der steht da rum, denkt komisch nach. So, was bekomme ich? Ein Paket. So werden wir eingeschleust. Paket kommt weggeworfen. Gesprungen. Zu spät. Ich musste ja nicht dort stehen bleiben und anschauen. Das habe ich nur beim ersten Mal gemacht. Lieber läuft es so. Kann ich nämlich Anlauf nehmen und rüber jumpen. Und wenn ich es anders mache, dann muss ich irgendwie an der Kiste vorbei und rüberspringen kann ich nicht. Jetzt nehme ich der Scheiß. Ach, da kommen wir auch runter, siehste. Machen wir das da unten. Ja, guckst da. Mal gucken, was wir jetzt kriegen. Das ist immer so spannend. So, was haben wir? Doppelbatterieteil. Was für doppelt so viel Sonnensteinenergie ansammeln. Ja, genau. Das hatte ich letztes Mal auch gemacht gehabt. Brauchen wir auch noch einen Teil. Super. So, Metal. Ah, einen Schlag hier, einen Schlag hier. Ja, ich wollte ihn umbringen. Weil dann hockte er da alleine und... Ach komm schon. Ob ich ihn jetzt hier weiter. Muss ich jetzt wieder weiter runter und Dings holen? Ah, gut. Kann ich ja hier lang.
Hallo, Herr Professor. Da bin ich wieder. Und jetzt gehe ich wieder. War knapp. War sehr knapp. Für unser scheiß Metall hier. Unsere Sachen klaut. Rüberspringen. Rüberspringen. Ah, super. Okay. Ach, jetzt geht er alleine durch. Jetzt geht er alleine. Müssen wir erstmal zeigen, wie und dann... Die Sonnensteine will ich, die da. Ah. Ah. Hallo. Okay. Vielleicht drüben an der... Oh, du und der Laserkanone da. Da kommen wir rein. Nein? Sieht aber so aus. Egal, Relikte. Und tschüss. So, was machen die denn hier? Ja, das frage ich mich auch immer, was die hier machen. Wer eigentlich? So, das habe ich jetzt erstmal aktiviert, aber ich hole erstmal die Sonnenstein. Yo. Ach, fuck. Ach, was mache ich denn? Jetzt. Nein. 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 Hä? Ach so. In die weite Welt. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Sache näher. Sie scheinen aus den Teilen wohl Panzer und andere Waffen zu bauen. Spring. Na, noch klappt's. So. Oh, sind wir riesig. Leck mich am Arsch. Haha. Ich einfach über die Metallplatten hier rüberspringen. Weiter geht's, liebe Fans. Und ich frage mich, wie der Professor immer hinterherkommt. Ob er auch dadurch immer geht. Wusch. Mann, ey.
Schnell weg hier, bevor mein Metall weggeht. Geh ich aber mal links erstmal runter. Und hol die Sonne. Ne, erstmal gehe ich da hin lang. Da ist nämlich ein Schalter. Ich weiß nicht, wofür der war, aber ich habe ihn aktiviert. So, dann gehe ich hier nochmal lang. Ich hätte ja so oder so hingemusst, um alles Roger ihm kaputt. So, dann mal aufladen. Genau. Warte mal. Ah, okay. Es sah oben so aus, als wäre da eine Lücke frei. Ah, warte mal. Wenn schon. Und den hauen wir einfach aufs Mal und fertig. So, ich glaube, wir brauchen noch. Ja. Wo waren das nochmal? Müssen wir hier geradeaus runter. Und dann ist da der Haufen schon. Stelle ich mich wieder... Ah, naja, oder so. Beim ersten Mal kommen keine Zähne, beim zweiten Mal schon. Naja. Siehst du, da kommen wir bestimmt rein. Ja. Mal gucken, was wir kriegen. Yes, wir haben jetzt Sonnenstein-Batterieteil. Knacken erhält eine zusätzliche Sonnensteinanzeige für Super Moves. Herzlichen Glückwunsch. X. 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 Toll. Guck, jetzt haben wir noch einen Ring dazu bekommen. Ich glaube, es gab auch noch eine Unterreihe. Alle mal abknallen und einfach weiterlaufen, als wäre nie was, als wäre keiner hier gewesen. Genau, ach das ist auch, das ist einer der besten Hurricane, also ich finde eigentlich alle Moves super. So, jetzt sind wir hier in der Kammer. Hallo, Doktor. Charlotte! Unmöglich. Du meinst, weil ich lebe, obwohl du abgehauen bist? Moment, was? Als ich damals in die Kluft gestürzt war, fanden mich Kobolde und brachten mich zu ihrem Häuptling Gundahar. Er pflegte mich wieder gesund. Tja, fast jedenfalls. Dieses Bein ist nie vollständig verheilt. Charlotte, ich habe dich wochenlang gesucht. Wenn ich dich nicht gefunden habe, dann weil du weg warst. Das behauptest du. Es ist wahr. Und was ist das alles hier? Gundahar brauchte meine Hilfe und ich hab ihm geholfen. Zuerst baute ich bessere Waffen und Rüstungen, damit er sich gegen Koboldstämme wehren konnte, die sich gegen ihn stellten. Später dann baute ich andere Dinge. Er setzt die Waffen, die du ihm baust, auch gegen unsere Siedlungen ein. Das weiß ich jetzt. Ich schätze, Gundahar hatte seine Feinde bei den Kobolden erledigt und dann einen Weg gesucht, sich an den Menschen zu rächen für die Kristallkriege. Als ich es erfuhr, hörte ich sofort auf. Charlotte, das alles tut mir unendlich leid. Aber was auch passiert ist, jetzt sind wir wieder zusammen. Bitte, uns bleibt nicht viel Zeit. Du musst mit mir kommen. Nein. Was? Wieso nicht?
Durch mein Handeln ist zu viel Leid und Zerstörung entstanden. Ich fürchte, ich kann nicht mehr unter den Menschen leben. Sei doch nicht albern! Nein! Verstehe. Falls du es dir jemals anders überlegst, bitte, melde dich. Ganz egal, wo ich bin, ich komme dich holen. Das verspreche ich. Leb wohl, Doktor. Eine unliebsame Überraschung. Kapitel 9, 3. Ach, ich mache hier einen Cut und sage Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.